Hi, im heutigen Filmora-Tutorial zeige ich dir, wie du einen sogenannten Color King-Effekt erstellst. Der Color King-Effekt, das ist so ein Effekt, bei dem du zum Beispiel eine Farbe oder ein Objekt auswählst, das farbig bleiben soll, und der Rest deines Videos wird dann zum Beispiel schwarz-weiß dargestellt. Aber nicht nur das, ich zeige dir auch noch, wie du die Farbe deiner Wahl umfärbst und das Ganze dann auch noch zeitlich animieren kannst. Es gibt also jede Menge zu tun und deswegen würde ich mal sagen, fangen wir mit diesem Tutorial an. Gut, wie du sehen kannst, habe ich hier dieses Video dieser Dame. Ich spiele das jetzt kurz mal ab. Und ja, die hat so ein rotes Kleid an und legt sich da einfach mal so ins Feld rein. Und jetzt möchte ich dir zeigen, wie du zum einen dieses Kleid hier umfärben kannst und wie du zum anderen hier im Prinzip alles in Schwarz-Weiß einfärbst bzw. sonst einen Look gibst und nur das Kleid dementsprechend original behältst. Also gut, fangen wir an. Als erstes Mal muss ich mir das Kleid hier markieren bzw. freistellen. Das mache ich folgendermaßen. Ich klicke hier oben unter KI Tools und dann gibt es hier intelligentes Freistellen. Das aktiviere ich jetzt mal und dann kann ich hier diesen Button hier anklicken. Das klicke ich jetzt an und nun öffnet sich hier ein neues Feld. Ich mache das mal größer, damit du das besser sehen kannst. Und hier habe ich rechts verschiedene Einstellungsmöglichkeiten meines Pinsels. Also ich kann zum einen hier die Pinselspitze, also die Größe des Pinsels selbst hier beeinflussen. Und als nächstes könnte ich dann hier oben auch noch, wenn man hier etwas gemalt hat, also ich male mal hier mal kurz über das Kleid rüber und hier erkennt dann Filmora, was ich denn hier im Prinzip so freistellen möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bereich habe, den ich nicht mehr haben möchte, dann kann ich hier auf diesen Radierer klicken und kann im Prinzip einfach hier über die Stellen drüber fahren, die ich nicht haben möchte. Gut, ich setze das nochmals kurz zurück, also ich gehe hier unten auf Zurücksetzen und nun probiere ich das nochmals mit einem etwas größeren Pinsel und male jetzt einfach mal hier über einzelne Stellen dieses Kleides drüber. Wie du siehst, mache ich das immer nur schrittweise, damit hier Filmora besser rechnen kann. Und so gehe ich im Prinzip über die ganzen Stellen, die ich nachher im Prinzip original belassen möchte. Also das heißt, auch hier fahre ich drüber und dann werde ich auch noch hier die unteren Teile hier mitnehmen. Wenn ich jetzt etwas näher ins Bild reinzoomen möchte, dann kann ich das hier oben machen, indem ich hier auf Anpassen klicke und dann kann ich zum Beispiel hier das Ganze in 100% ansehen lassen. Das war jetzt zwar etwas, ja, schlecht, da das Ganze von der Auflösung her leider nicht so hoch ist. Probieren wir es mal mit 400%, da sieht das schon besser aus. Jetzt kann ich hier über das Handsymbol, wenn ich das aktiviere, hier noch etwas runterfahren und dann mache ich hier natürlich, indem ich auf den Pinsel klicke, die Pinselspitze noch etwas kleiner. Schauen wir mal, A6 ist schon die kleinste Pinselspitze, kleiner geht das nicht, das sollte aber im Prinzip kein Problem sein. Ich nehme hier wieder die Hand und dann schaue ich, hier habe ich glaube ich noch eine Stelle, da fahre ich sicherheitshalber nochmals drüber und auch hier am Eckpunkt dieses Kleides bzw. hier an den Kanten, da muss ich hier noch mehrmals drüber fahren, dass ihr Filmora schön nachrichtet. So, jetzt gehe ich dann nochmals wieder raus auf Anpassen, schaue mir das mal an und ich denke, ja hier unten die Bereiche, die fahre ich auch noch ab, den Bereich, ja, ich weiß zwar nicht, ob ich den brauche, ich glaube, ich mache den nochmals rückgängig, den möchte ich eigentlich gar nicht haben. Und so habe ich dann eigentlich schon recht schnell das Kleid hier ausgewählt. Hier oben, da muss ich, glaube ich, auch noch kurz nach, ja, hier nachbessern und hier in dem Bereich. So, jetzt passt es aber recht gut. Wenn ich das so habe, dann klicke ich jetzt hier auf Klicken zum Starten, intelligentes Freistellen. Jetzt klicke ich da drauf und dann analysiert hier Filmora, wo sich hier das Kleid befindet. Wie du siehst, habe ich jetzt aber ein paar Probleme. Und zwar, da die Dame hier mit dem Arm übers Kleid drüber fährt, ich gehe hier mal in den erweiterten Modus rein, den findest du hier rechts. Und dann kann ich hier mit der Timeline weiter nach vorspulen. Da passt es eigentlich noch recht gut. Und hier beginnt es dann erstens im Bereich des Kragens und auch hier an der Schulter nicht ganz zu passen. Deswegen werde ich hier nochmals kurz nachjustieren. Also ich male einfach hier nochmals drüber. Auch hier an der Schulter, da gehe ich nochmals etwas drüber. So, wir werden das am Schluss sowieso noch besser anpassen. Aber ich möchte hier so schön wie möglich das Ganze jetzt hier haben. Da sehe ich auch, dass da ein paar Bereiche nicht ganz passen. Und dann gehe ich hier noch weiter. So, hier an dieser Stelle, da habe ich gesehen, da scheint schon das Kleid hervor. Und nun werde ich das auch anmalen, auch hier anmalen. Und so probiere ich jetzt hier aus, wie weit ich hier komme. Und da haben wir im Prinzip auch schon, ja, den größten Bereich, der hier nicht passt. Was ich jetzt machen kann, ist, dass ich hier in dem Bereich,
jetzt, den ich jetzt gerade anmale, hier nachher das nochmals analysieren lasse. Und zwar werde ich das jetzt erst einmal rückwärts analysieren lassen. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt wird dann rückwärts das ganze Bild bzw. Video angesehen und dann analysiert Filmora nochmals nach. Das mache ich, indem ich hier auf diesen umgekehrten Play-Button hier klicke. So, und dann schaut hier Filmora nochmals. Und so sollte das schon um einiges besser aussehen. Ich lasse das nochmals nach vor hier analysieren. Also ich gehe hier nochmals auf den Play-Button und so analysiert mir Filmora hier das Ganze nochmals nach. Ich habe jetzt gesehen, ich habe da noch ein paar Kleinigkeiten, auch die werde ich nochmals hier anpassen. Also fahre ich hier nochmals drüber, zum Beispiel an dieser Stelle. Je nachdem, was du für ein Videomaterial hast, geht das natürlich besser oder schlechter. Hier im Bereich der Haare, ja, da funktioniert es sogar. Da habe ich gedacht, da funktioniert das nicht so gut. Hier muss ich allerdings noch ein paar Mal nachjustieren. Aber wir werden das jetzt gleich am Schluss dann natürlich noch etwas, ja, verschönern, das Ganze. So, auch hier gehe ich nochmals drüber an dem Bereich. Da kann ich jetzt natürlich auch noch drüber fahren. Jetzt habe ich einen Teil des Fingers hier erwischt. Deswegen nehme ich hier den Radiergummi und gehe einfach hier nochmals in diesem Bereich drüber, dass der von der Auswahl abgezogen wird. Gut, jetzt lasse ich das Ganze ab diesem Zeitpunkt hier mal nach vorne und zurück analysieren. So, und dann sollte das eigentlich schon recht gut aussehen. Ja, hier im Kragen habe ich noch einen kleinen Blitzer gehabt, aber ich würde mal sagen, jetzt hast du gesehen, wie das funktioniert. Du kannst das natürlich bei dir daheim noch genauer machen. Ich würde mal sagen, so passt das. Was ich jetzt noch mache, ist, dass ich hier mit der weichen Kante, du siehst, hier habe ich solche Abstufungen, dass ich hier nach weiter nach rechts gehe, bis hier diese Abstufungen im Prinzip hier schön verschwinden. Die Kantenstärke, mit der könntest du noch nach oben gehen, damit du hier noch mehr den Rand erwischt. Ich glaube, 3,7 ist hier etwas zu hoch. Ich würde mal sagen, so 2,5, vielleicht sogar noch niedriger. Schauen wir mal mit 1,5. Ja, in dem Fall sind es wohl 2, die goldene Mitte. Da passt das so relativ gut. Okay, jetzt werde ich das Ganze hier speichern. Und nun habe ich im Prinzip, wie du hier in der Vorschau sehen kannst, hier das Kleid freigestellt. Gut, jetzt nehme ich das Kleid, beziehungsweise ich nehme nicht das Kleid, ich nehme hier dieses Video und ziehe das jetzt eine Ebene nach oben. Nun nehme ich dasselbe Video nochmals her, allerdings diesmal von hier oben und ziehe das unterhalb des freigestellten Videos, das wir soeben bearbeitet haben. Wie du sehen kannst, wenn ich das jetzt abspiele, passiert hier erstmal nichts, da wir ja hier unten auch noch unsere Originalebene haben. Was wir jetzt aber machen können, ist, dass wir jetzt auf Effekte gehen und hier zum Beispiel mal, ich schau mal, ich nehme jetzt mal den Klassik-Effekt her, so, und hier werde ich jetzt diesen Effekt einfach mal nach unten ziehen. Jetzt siehst du, so, ich zeige das mal von Anfang an, dass wir hier jetzt alles in so einem, ja, Comic- bzw. Bleistift-Umsetzungseffekt hier haben. Ich spiele das nochmals kurz ab. So, und dann haben wir das Kleid in Originalfarbe, in der Originalfarbe, so wäre es richtig deutsch, und der Rest ist, wie gesagt, in so einem Bleistifteffekt. Wenn ich jetzt den Bleistifteffekt im Prinzip nicht ganz am Anfang schon haben möchte, dann kann ich sogar diesen Effekt hier animieren. Das heißt, ich kann von der Deckkraft sagen, dass ich den jetzt am Anfang gar nicht sehen möchte und mit dem Ende bzw. gegen Ende des Videos, dass dieser Effekt dann voll da ist. Und das mache ich folgendermaßen. Ich gehe jetzt hier oben unter Effekte und dann, da ich am Anfang des Videos bin, werde ich jetzt hier als erstes mal ein Keyframe setzen und die Deckkraft auf 0 stellen. Somit ist dieser Effekt jetzt im Prinzip aufgehoben. Jetzt gehe ich mit der Timeline einfach so weit nach vor, bis ich den Effekt komplett sehen möchte. Das wäre ungefähr an dieser Stelle, sage ich mal. Und jetzt werde ich hier die Deckkraft komplett nach oben ziehen. Wenn ich jetzt das Video nochmals abspiele, dann siehst du, dass wir hier keinen Effekt haben und dieser dann einfach immer stärker wird, bis er die 100% erreicht hat. Und somit hätten wir dann schon einen recht coolen Effekt. Jetzt habe ich dir natürlich auch noch eine weitere Möglichkeit, und zwar, wie man das Kleid jetzt umfärbt. Deswegen mache ich das folgendermaßen. Ich nehme jetzt einfach hier die obere Ebene, drücke Steuerung bzw. Command und C, um hier dieses Video in die Zwischenablage zu speichern, gehe dann einfach hier mit der Timeline etwas weiter nach vor und drücke Steuerung V. Auf dem Mac wäre das übrigens nicht die Steuerungstaste, sondern die Command-Taste. Jetzt wähle ich dieses Video an und ziehe das ganz nach oben. Somit habe ich jetzt hier unten meine Effektebene, dann die normale Freistellung mit dem roten Kleid und hier im Prinzip eine Kopie des roten Kleides. Allerdings werde ich jetzt Folgendes machen. So, hier den Effekt, den werde ich, na, den lasse ich jetzt mal ganz kurz. Ich gehe hier an den Anfang, da ist der jetzt gar nicht drin. So, und nun möchte ich das Kleid hier umfärben. Da ich hier das Kleid auf einer separaten Ebene habe, kann ich das jetzt folgendermaßen machen. Ich klicke diese Ebene an,
gehe auf Farbe und dann gehe ich hier unter Kurven. Und hier findest du nicht nur die komplette Gradationskurve, sondern auch die einzelnen Farbkanäle. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das rote Kleid hier umfärben möchte, dann gehe ich in den Rotkanal rein, klicke hier zum Beispiel in der Mitte und ziehe das entweder nach oben oder nach unten. Ich würde mal sagen, ich mache das hier mal nach unten und schon wird das Kleid grün. Wenn ich jetzt das Ganze blau färben möchte oder sonst eine Farbe, dann gehe ich zum Beispiel noch in den Grünkanal, schaue mal, was da so passiert und da würde zum Beispiel das Kleid, wenn ich das nach unten ziehe, hier noch bläulicher werden. Natürlich kann ich auch hier noch ins Blau reingehen und das nach oben ziehen, um das Ganze noch bläulicher zu machen. Ich würde mal sagen, ich übertreibe das jetzt aber hier nicht und mache das jetzt einfach so. Gut, das habe ich jetzt erledigt. Wenn ich das jetzt abspiele, dann siehst du, dass hier das Kleid jetzt statt rot blau ist. Und auch diesen Effekt kann ich animieren. Und zwar folgendermaßen mache ich das. So, ich gehe jetzt einfach mal hier an den Anfang, klicke mir hier diese oberste Ebene an, gehe dann auf Video und hier kann ich jetzt unter dem Punkt Deckkraft natürlich auch die Deckkraft animieren. So, jetzt werde ich jetzt hier die Deckkraft auf 0 stellen, damit hier als erstes mal das blaue Kleid hier ausgeblendet ist. Dann gehe ich weiter nach vor, beziehungsweise bevor ich das mache, sollte ich natürlich noch hier einen Keyframe setzen. Den habe ich jetzt gesetzt. Jetzt gehe ich nach vor, ungefähr bis zu diesem Punkt und dann werde ich hier die Deckkraft auf 100% stellen, damit das Kleid nun blau ist. Und wenn ich jetzt alles komplett richtig gemacht habe, dann spiele ich das jetzt ab und habe somit einen richtig krassen Effekt, der eigentlich, wenn man weiß, wie das funktioniert, gar nicht mal so schwer ist. Na, was hältst du von diesem Color King-Effekt? Schreib mir deine Meinung, doch wie immer am besten einfach unten ins Kommentarfeld. Und wie immer bitte ich dich natürlich, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib ihm bitte ein Like, abonniere am besten gleich noch diesen Kanal und aktiviere die Glocke, um keines meiner weiteren Videos zu verpassen. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder hier bei mir vorbeischaust.